Moin Moin und hallo zusammen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bei Lucky Lucker zockt hier LS19 auf der Map Geiselsberg. Wir sind noch weiter am Pflügen, so wie wir letzte Folge angefangen haben. Das werden wir jetzt also erstmal zu Ende bringen. Da steht noch der Klaas mit den Kartoffeln im Anhänger und in der Schaufel. Die werden wir noch verkaufen heute in dieser Folge. Aber erstmal müssen wir hier zu Ende pflügen. Dass wir das langsam mal erledigt kriegen. So. Drehen. Entschuldigung. Einmal räuspern. So, das klappt auch schon mal ganz gut. Mit dem Band 28 Mario. Ja. Was sehen wir hier als nächstes an? Ich weiß es noch gar nicht. Sojabohnen haben wir auf dem Feld. Weizen haben wir auf dem Feld. Ja. Was haben wir denn auf den anderen Feldern? Beiden ist Weizen und da ist Sojabohnen. Okay. Also Weizen hätten wir zweimal und Sojabohnen haben wir einmal. Ja. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Müssen wir mal schauen, was wir da ansehen könnten. Weizen geht natürlich immer. Ja. Oder schon mal Mais und dann Silage machen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Lass uns erstmal pflügen, kalken. Und dann überlegen wir uns spontan, was wir hier ansehen werden. So. Ja, die Hälfte haben wir schon, denke ich mal. Ach doch, die Hälfte haben wir schon. Komm, fahren wir mal kurz quer hier. Was soll's? Ja. Kredit hatten wir ja nach wie vor die 1 Million. Die wollte ich auch nach und nach abbezahlen. Momentan natürlich noch nicht so das Vermögen, schon Kredit abzubezahlen. Wir müssen erstmal ein bisschen Gewinn erwirtschaften. Aber wir sind ja noch relativ am Anfang. Die große Kohle kommt noch. Vielleicht noch ein bisschen die Tiere erweitern. Wir haben ja bis jetzt erst 10 Kühe und 9 Hühner und einen Hahn. Da ist ja noch nicht viel bei rumgekommen. Produzieren zwar schon Milch und Gülle. Ja. Aber viel ist da noch nicht passiert. Ich glaube, na, zwei Bahnen ist es nicht getan, ne? Nee. Sind es auch 3 Bahnen, die ich fahren muss. Leider. Ich dachte, ich würde es in 2 schaffen, aber das wird nicht aufgehen.
Die nächsten Felder sind auch erntereif, also werden wir in den nächsten Folgen oder kommenden Folgen auch wieder den Blas Ducano Drescher sehen im Einsatz. Ja. Wie wir Weizen ernten. Ich glaube, da machen wir auch nochmal Strohballen. Dann haben wir Stroh auf jeden Fall erstmal genug. Vorne ist ein bisschen schmaler, da hinten ist ein bisschen breiter, ne? Aber das kriegen wir hin. Gleich ist es geschafft. So, letzte Mal drehen. Auf geht's. Ja, da vorne müssen wir nochmal, ich glaube, einmal in die andere Richtung. Oder wir setzen zurück. Wie auch immer. Ich hoffe, die Map gefällt euch. Ich finde sie bis jetzt ganz interessant. Ja, macht auf jeden Fall Spaß hier zu spielen. Maps gibt es ja en masse für den LS19. Also gemoddete Maps, sag ich mal. Im Originalspiel sind ja nur zwei enthalten. Einmal die Felsbrunnen und die, wie heißt sie denn noch? Die amerikanisch angehauchte. Komm nicht auf den Namen. Ich habe es auch nie gespielt bis jetzt. Die Originalmaps bis jetzt nicht so interessant waren. Ja, wir fahren jetzt mit dem Fan zurück. Den stellen wir dann auf dem Hof ab. Dann verkaufen wir mit dem Klaas erstmal die Kartoffeln. Und dann würde ich sagen, mit dem Fendt kalken wir dann die beiden Felder 2021. Ich hoffe, das schaffen wir noch in dieser Folge. Und das ist auch unser Feld hier. Rechte Seite, das muss auch noch später gefügt werden. Ah, ist leider dabei am Anfang. So, hier sind wir schon beim Hof. Angekommen. Den Flug, wo stellen wir denn den Flug ab? Das weiß ich nicht. Wollen wir mit dem in die Halle überhaupt rein hier? Ja, ne? Sollen wir den eigentlich an der Wand hinter uns abstellen, oder? Passt. Ist ja nicht so mäßig breit gebaut. Zack. Gut aus. Nehmen wir schon mal den Kalkstreuer dran. Und switchen wir einmal zum Klaas gleich. Licht aus einmal. Oh, bin ich hängen geblieben. Also, passiert. So. Oh, ausgestiegen. Das wollte ich nicht. Jetzt geht's los. Kartoffelverkauf. Die zweite. Nummer 3 bis 4.000, denke ich mal. Dann haben wir 25.000 auf dem Konto. Hoch. Schalten mal wieder in die Cockpit-Perspektive. Ja, berghoch ist natürlich mit voller Ladung, ist ein bisschen langsamer unterwegs. Aber was sollen wir machen? Wir müssen ja leider den Berg rauf. Den Anhänger müssen wir beim Handel noch wegholen. Da steht noch unser Brandner. Den hatten wir da abgekuppelt mal. Weil wir da oben waren und die Kartoffelerntemaschine den Keiler 2 geholt hatten. Ja, noch brauchen wir gerade nicht. Für die nächste Ernte werden wir den bestimmt brauchen. Weil hier in den Fliegel ja nicht so viel reingehen. Deshalb haben wir noch Zeit, damit den zu holen. Wir werden ihn erstmal neu ansehen. Aber dürfen wir nicht vergessen, nicht, dass wir denken, wir haben keinen Hänger mehr. Ich die leider nicht beide gezogen. Jetzt hätte ich den gleich auf dem Rückweg mitgenommen, aber das klappt leider nicht. Schade, aber sei es gut.
sind wir gleich wieder bei der Hauptstraße angekommen. Dann müssen wir links rum. Mal gucken, kommt keiner. Können wir fahren. Jetzt können wir auch hier vorne schon reinfahren. Oh, ich bin zu eng, die Kurve. Gegenverkehr mich ein bisschen aus dem Takt gebracht. Vorne nicht rum. Und hier reingefahren in die Einfahrt, deswegen wusste ich nicht, wie weit ich den Bogen nehmen muss. Hier klappt das ein bisschen besser. Und dann nochmal links rum. Die Schaufel ist leer. Und der Anhänger folgt. So, kommen wir auf 25.000. Geht knapp, oder? Ja doch, 25.000 schaffen wir. 26 aber nicht. Oh, doch. Die 26 haben wir auch noch geschafft. 26.422 auf dem Konto. Es geht zurück zum Hof. Und dann wird gekalkt. Jetzt rein. Und dann geht sie los, die wilde Fahrt zurück zum Hof. Die Serpentinen hier vorne. Aber die sind wir mittlerweile ja geübt. Wir sind hier schon einige Male lang gefahren. Dauert immer ein bisschen, bis man sich die ganzen Straßen eingeprägt hat. Aber wenn man die paar Mal fährt, dann weiß man auch, wo man hin muss. Ja. Ja, wir fahren jetzt hier vorne links. Nicht geradeaus. Nicht, dass ihr euch denkt, ich habe mich verfahren. Der Hof ist ja auch in die linke Richtung. Zur linken Seite. Und wir fahren dann hier entlang. Die Straße folgen, bis wir nicht mehr weiter können. Und dann links und dann sind wir auch schon beim Hof. Hier sind wir aber auch schon öfter lang gefahren. Vielleicht erinnert ihr euch. Ja, ich könnte auch abkürzen, quer über die Felder fahren. Aber das möchte ich nicht. Macht man ja im echten Leben auch nicht. Wenn es Zeitersparnis wäre, oder ich hätte durch den Wald fahren können. Vielleicht gibt es auch noch einen schnelleren Weg. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welchen Weg ihr denn immer fahrt, falls ihr auch die Map spielt. Aber wir sind ja mit 53 km/h, Entschuldigung, ich dachte 55 fahren wir. 53 km/h relativ flott unterwegs. Für einen Trecker. Sag ich mal. So, da vorne ist auch schon der Hof. Jetzt kommen wir nämlich genau von oben auf ihn zu. Dann springen wir schnell raus und schnappen uns den Fendt. Wir lassen den einfach mal auf dem Hof hier stehen. Nelson Fan drüber. Einsteigen, Motor an. Let's go. Wir wollen kalken. Ich weiß gar nicht, was für eine Arbeitsbreite der Runz Rollwagen hat. 25 km/h steht dran, wir fahren aber locker 55. Was soll's? Uns kontrolliert doch keiner.
Auf geht's zu Feld 20 und Feld 21. Ah, wir haben noch viel zu tun. Schaffen wir momentan gar nicht. Das, momentan kommen wir gar nicht hinterher. Zwei Felder sind noch erntereif, die Silagebeine liegen noch auf der Wiese. Zwei Felder sind zu kalken, zwei Felder sind neu anzusehen. Ja. Also die nächsten Folgen sind auf jeden Fall sicher mit Arbeit. Warum wir keine Lohndienstleistung annehmen. So, jetzt fahren wir. Wie fahren wir denn jetzt, ist die Frage. Ich habe hier noch nicht gekalkt. Fahren wir erstmal hier rein. Ja. Ich habe was vergessen. Und zwar, wir müssen... Ihr seht, die Klappe ist noch zu. Überschließen und öffnen. Und dann müssen wir einmal das Rad senken. Und dann kann es losgehen. Jetzt kommt auch Kalk raus. Ja, der hat doch eine ganz gute Arbeitsbreite. Damit kriegen wir auch die Felder relativ schnell fertig. Schaut gut aus. Ich könnte jetzt eigentlich auch direkt geradeaus weiterfahren. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Da habe ich nicht so viel Kurbelei. So, einmal schnell aus und wieder einschalten. Das Feld ist ein bisschen größer, aber zwei Fliegen mit einer Klappe, ne, sozusagen. Oh, da hinten habe ich eine Ecke vergessen. Da müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten gleich. Ja, das klappt doch hervorragend. Fahren einfach mal geradeaus. Jetzt fahren wir einmal quer. Stopp. Und dann fahren wir hier. Ich hoffe, der Kalk reicht aus, aber ich weiß gar nicht, ob wir noch welchen gekauft hatten. Scheune stehen haben. Kann auch sein. Müssen mal gucken, ob es noch woanders überhaupt auch Kalk gibt, nicht nur beim Shop. So, wie machen wir das denn hier jetzt? Ja, dann haben wir nämlich ein bisschen hier die Ecke vergessen. Müssen wir nochmal einmal zurücksetzen. Weil ich nach rechts gefahren bin. So. Fahren wir nochmal linksseitig lang. Ja. Perfekt. Ja, wir werden es in der Folge nicht mehr schaffen. Deshalb sage ich euch, schalte wieder ein zur nächsten Folge, wo wir das Feld zu Ende kalken. Verspreche jetzt am Ende. Also macht's gut, ja. Schaut wieder rein. Lasst ein Abo da. Lasst einen Daumen nach oben da. Bis bald.